Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Ich bin mit meinem Zähmboot unterwegs und wie ihr seht, habe ich auf der Schulter meinen Ichthyornis und hier im Käfig mein Eis, den Thylakoleo. Ich möchte heute gerne mal hier die Strände abfahren auf der Suche nach Hesperornis. Hesperornis, das ist ja dieses sehr entenartige Vogeltier. Das, was zwei verschiedene Sorten von Eiern legen kann, nämlich einmal ganz normale und die anderen, das sind goldene Eier. Und die goldenen Eier, die sind Bestandteil der Extraordinary Kibble. Und außer denen hatten sie bis jetzt angekündigt, wären es nur Wyvern und Rockdrake Eier. Und die legen ja nun mal in Gefangenschaft keine Eier. Das heißt, man müsste immer welche klauen. Wyvern gibt es nur auf Scorched Earth, Rockdrakes gibt es nur auf Aberration und auf The Island und auf Extinction, da hat man halt nur die Möglichkeit, eben Hesperornis zu zähmen. Ich möchte gerne heute mir ein Pärchen davon zähmen, dann kann man ja immer noch nachzüchten, falls wir mehr davon brauchen. Und zwar ist mir schon öfter mal, wenn ich mit meinem Boot in der Gegend rumgegondelt bin, aufgefallen, dass wenn ich die hier aus dem Wasser einfach aufgabel, vorne mit der Rampe, dann laufen die Rampe hoch und fallen da, wo jetzt der Eis drin ist, in dieses kleine Gehege. Das ist ziemlich praktisch. Da werde ich also versuchen, mir erstmal einen und dann später noch einen zweiten einfach mal einzufahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt der Ichthyornis zum Einsatz. Denn nur die Fische, die der Ichthyornis fängt, die diesen goldenen Schimmer haben, nur damit kann man den Hesperornis zähmen. Der frisst keine anderen Fische, also der frisst auch andere Fische, aber ihr kriegt mit denen einfach die Zähmung nicht hin. Denn ihr braucht ja diese Vitaminen angereicherten, oh, ob das gut geht, ich die, ah, hast aber Schwein gehabt. Ihr braucht diese mit Vitaminen angereicherten, golden leuchtenden Fische. Wenn ihr den mit normalen Fischen füttert und ihr müsst ihn mit ganzen Fischen füttern, so wie es beim Otter der Fall ist, ihr müsst also hinter dem her und wenn ihr nah genug dran seid, drückt ihr auf E und reicht ihm einen ganzen Fisch, den frisst er dann. Wenn ihr den mit normalen Fischen, die nicht so angereichert ist, füttert, dann macht das zwar auch einen 10-Fortschritt, aber der Balken, zumindest war es am Anfang so, vielleicht haben sie es ja geändert, der 10-Balken, der ging ganz, ganz, ganz rasant wieder runter und ehe ihr den nächsten Fisch hattet, da war der schon längst wieder hin. Ja, da konntet ihr mit jedem Fisch wieder von vorne anfangen. Und deswegen versuche ich das jetzt auf diese Art und Weise. Den Thylakoleo habe ich jetzt nur zu meiner eigenen Sicherheit mitgebracht. Falls ich das nicht schaffe, hier irgendeinen aufzugabeln, habe ich in meinem Inventar auch noch ein paar Sachen, um mir theoretisch hier irgendwo am Ufer einen einzubauen. Man kann die nicht transportieren, so wie bei allen anderen Vögeln auch, obwohl der ja eigentlich gar nicht fliegen kann. Ja, nur den Pinguin kann man transportieren. Ah, da ist doch einer. Aber das sind leider auch Raptoren. Ja, der ist ein bisschen sehr weit weg. Jetzt fangen wir uns gleich einen Raptor ein. Na, wenn der jetzt im Wasser schwimmen würde, vielleicht kommt er ja auch einfach so freiwillig aufs Boot. Nö. Naja, die anderen brauchen wir nicht und schon gar nicht den Alpha-Raptor. Na toll, müssen wir erstmal gleich wieder aufräumen, wenn ich den jetzt hier nicht irgendwie loswerde. So, da ist zum Beispiel einer. Jetzt versuchen wir, den hier mal einzufahren. Ne, den haben wir jetzt überfahren. Das klappt halt nicht jedes Mal, aber es an sich klappt es. Also es geht. Man kann das machen. Versuchen wir es doch gleich nochmal. Weiß ich, vielleicht muss der ja in meine Richtung gucken oder so. Das will jetzt hier irgendwie nicht so richtig. Oh, jetzt haben wir dafür den Eis abgeladen. Und jetzt ist der untergetaucht. Ja, nee. Ja, nee, das ist leider nicht drauf, mein Freund. Du musst die andere Rampe benutzen. Ja! Noch ein Schritt. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Was haben wir denn? Level 8. Na, das sollte ja nicht allzu lange dauern. Ist hier denn irgendwas Gefährliches? Ich glaube nicht. Das heißt, wir brauchen Eis nicht unbedingt. Oder? Brauchen wir dich? Ich glaube nicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ist hier irgendwo ein Fisch? Ja,
Da sind einige Fische. Jetzt müssen wir den mal ganz kurz hier abwerfen. Und müssen den auf Hunt and Retrieve stellen. Jagen und zurückbringen. Und ich weiß nicht, muss man dich auf Folgen stellen? Ist er schon. Dann hol mir mal einen Fisch, bitte. So, jetzt hat er den gefangen, jetzt bringt er ihn mir zurück. Ich danke dir. Fisch ziehen. Man könnte ihm jetzt natürlich zum Beispiel sagen, er soll schon mal gleich den nächsten holen. Aber vielleicht reicht ja auch einer. Habe ich den noch dabei? Nee, ich habe ihn nicht dabei. Ziehen. Füttern. Und, wie viel hat er? Eis, bist du etwa... Warum bist du aggro? Nein, nein, nein. Keins meiner Tiere ist überhaupt jemals aggro. Also was soll das? Da ist noch einer. Cool. So, Gulliver. Ach so, ich weiß warum. Ignore Group Whistle. Ja, wenn ich den natürlich auf den Fisch aggressiv pfeife. Okay, Verhalten. Ignorieren, bitte. Gulliver. Noch ein Fisch. Mit Lachs funktioniert es, glaube ich, besser. Ich danke dir. Bring ihn her, bitte. Hierher. Wenn er ihn abgelegt hat, holen wir gleich den nächsten. Und zwar diesen da. So, ich nehme so lange den hier. Körper ziehen. Jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr anderen zu nahe kommt, ja, dann kann das auch passieren, dass ihr den, die nicht sozusagen aktiv füttert, genau, so, ah nee, doch nicht, okay, sondern dass der sich die einfach nimmt. Das kann durchaus passieren. Der klaut euch den auch einfach mal. Habe ich ihn noch? Körper ziehen. Füttern. Hat geklappt. Gehen wir schnell hier raus. Tür wieder zu. Körper ziehen. Es ist ja nun wirklich kein krasses Tier hier. Und trotzdem dauert es so lange. Warum? Weil ich zu viel Zeit verstrahle. Ah, er kann noch nicht wieder. 20 Sekunden noch. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, der mobst mir den auch einfach. Kann auch passieren. Sechs Sekunden. So, jetzt vielleicht. E füttern. Genau, jetzt haben wir schon doch ein ganzes Stück. Oh, lauf doch mal ganz normal. So, den hier bitte. Aha, hier ist noch einer. Zurückbringen. Ich danke dir. Und dann nimmst du den Kleinen da noch. Hallo. Da, genau. Ja, immer wenn ich hier von der Kante springe, scheine ich das Ding zu verlieren. Dann gehen wir eben durch die Tür. Oder? Weiß nicht. Ziehen. Füttern. Fisch nehmen? Nein, 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 nein. Fisch nehmen. Da. So nicht, Freundchen. So nicht. Hast du ihn? Leg mal ab. Danke. So, der nächste bitte. Wow, die sind alle schon so weit weg. Und so klein vor allem. Ja, es ist natürlich besser, ihr habt irgendwie Lachs. Dann geht's besser. Lachs ist effektiver. Mal kurz Luft schnappen. Hier, der da ist doch. Oder der da. Hast du das noch mitgekriegt? Wahrscheinlich nicht. Der ist viel zu weit weg, ne? Oder? Nee, das hat er nicht mitgekriegt. Ach, Mann. Das dauert hier alles so lange.
So, jetzt heben wir erstmal den auf. Vor allem, das hier ist ja das Männchen. Wir brauchen ja vor allem eher ein Weibchen. Da. Hat noch nicht gereicht. Aber seht ihr, der kommt dann schon immer an, ne? Geh mal von der Tür weg. Gut, dann gehe ich halt hier durch. Bist du zufällig ein Weibchen? Nee, auch ein Männchen. Schneller, schneller, schneller. Ja, man hätte halt irgendwo hinfahren müssen, wo es Lachse gibt. Also in irgendeinem Fluss. Zum Beispiel hinten beim roten Obelisken. Hier, hol den. Genau. Ich denke mal. Bringst du mir den auch? Oder jetzt muss ich den selber aus dem Wasser fischen? Du bist mir ja einer. So, ich kann leider mit dem Fisch in der Hand nicht rennen. Muss es eben ohne gehen. So, da ist er schon. Der hat bestimmt schon wieder Hunger. Meins. Füttern. Und da haben wir ihn. So, da. Gobert. Ja, weil es eine Ente ist. Er sieht zumindest aus wie eine. Cool, Level 11. Ja, es ist natürlich nichts Grandioses so, aber egal. Wir heben den auf, das können wir nämlich. Und frieren ihn ein, das können wir nämlich. Jetzt hätte ich ihn natürlich dafür nicht rausholen brauchen. So. So, ich habe ein Weibchen gefangen, diesmal Level 60. Bin mir allerdings nicht sicher, ob es hier auch Lachse gibt. Gibt auf jeden Fall Koel. Fahren wir ein bisschen weiter. Gibt es nämlich häufig auch Krokodile. Im schlimmsten Fall müssen wir es halt auch wieder mit Koel machen. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Na gut, dann machen wir eben das gleiche Prinzip eben nochmal. Holen wir erstmal kurz den Thylakoleo raus. Und wie sieht es hier aus? Nee, ich möchte das ehrlich gesagt mit Lachsen probieren, weil das hat jetzt bei Level 8 schon so ewig gedauert. Also entweder der bleibt so lange drin, bis wir Lachse gefunden haben, wäre cool. Und wenn nicht, dann fange ich halt da, wo es Lachse gibt, einen anderen. Ich glaube, solange ich nirgendwo anstrande, müsste es eigentlich funktionieren. Vielleicht sammeln wir ja auch in der Zwischenzeit noch mehr ein, so wie den hier zum Beispiel. Na, seht ihr, wenn die frontal auf euch zulaufen, dann geht das. Das geht, das kann man echt machen. So, ich habe eine Ecke gefunden. Hier gibt es ziemlich viel Lachs und auch große Lachse. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, ob beides Weibchen sind und welches besser geeignet ist. Oder zählen wir gleich beide. Ich muss hier erstmal die Fangemeinschaft beseitigen. Na, da wo der Paarer ist, sieht ihr, was das hier für riesige Lachse sind. Ziemlich geil. So, die sind beide noch drin. Wir waren ja gleich da drüben, ja, wo diese Steinformation ist. Gucken wir doch mal, was seid denn ihr so? Seid ihr beides Weibchen? Weibchen, ja. Der Dunkle ist auf jeden Fall auch einer. 24 und 60. Cool. Na dann, hol mir doch mal bitte einen Fisch. Ich sagte, hol mir doch mal bitte einen Fisch. Jawohl. So ist es brav. Dann darfst du mir auch gleich den allernächsten holen. Und zwar den da. Und ich nehme so lange den hier. Hüpp. So, vielleicht kriegen wir ja den einen damit sofort gezähmt. Wer weiß das schon. Ja, da kommt ihr gleich angewatschelt. Versuchen wir es erstmal mit dem Kleinen. Nein. Nein. Ja, Mann. Haut doch mal ab. Nein, das ist mein Fisch. Wisst ihr, die lassen euch nur in Ruhe. Da, Fisch füttern. Na also. Körper ziehen. Körper ziehen. Körper ziehen. Was gibt es denn da nicht zu verstehen an dem Kommando?
Nein. Die sind einfach zu groß, die Lachse. Nein. Es ist halt leider immer alles die gleiche Taste. War schon immer nervig. Habe ich auch noch nie verstanden, warum das so sein muss, dass alles, was man hier tut, mit der gleichen Taste zu erledigen ist. So, der hier braucht nur noch ein paar Sekunden. Dann haben wir den nämlich. Lauf mal nicht mehr. Lauf mal bitte jetzt nicht mehr. Nein. Ja, der ist zu groß. Der ist zu groß, der Fisch. Ich habe den ständig vor der Nase. Ich kann seinen Befehl nicht lesen, weil der Fisch mir die Sicht versperrt. Nein. Oh Mann. Da war's. Da. Yes. Aufheben. Okay, wir haben ein Weibchen. Mehr brauche ich nicht. Wir kommen wieder nach Hause. Hier vor mir ist gerade meine Hafenbase erschienen. Sinnvollerweise, also rein von der Thematik, würden die da natürlich sehr gut hinpassen. Aber wir wollen ja die Eier aufsammeln. Der Eierkollektor ist im Stall. Ich habe mal gehört, dass die Hesperornis nur dann goldene Eier legen, wenn die im Wasser schwimmen können und Fische fangen. Also man setzt die irgendwie auf Wandern und auf neutral oder aggressiv oder sonst irgend sowas. Und wenn die Fische erbeutet haben, dann kommen die mal an den Strand und legen mal so ein goldenes Ei. Genau so habe ich es zumindest bei Wilden schon gesehen. Wie das bei den Gezähmten ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich hatte bis jetzt ein einziges Mal Gezähmte und ich glaube, da habe ich nie irgendwie Eier eingesammelt, weil ich irgendwie, da war so ziemlich das letzte Tier, was ich in der Staffel gezähmt hatte und dann habe ich da nicht mehr großartig drauf geachtet. Ich will die auf jeden Fall jetzt einmal nachzüchten, damit wir noch ein paar mehr Weibchen haben. Mein Gott, was hier schon wieder los ist, wa? Guckt euch das an. Rexe über Rexe. Ich habe mir tatsächlich nochmal hier einen 120er Rex, der hier vor meiner Tür war, gezähmt. Und siehe da, der hat ist auch noch besser gewesen als die ich jetzt hatte. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Also der hat deutlich mehr Leben gehabt. An sich toll. Andererseits wieder doof, weil ich habe ja jetzt mit dem Mutieren schon angefangen. Und ich glaube, wenn zum Beispiel das Leben mutiert ist, ja, ich habe jetzt 5 Mutationen auf Leben schon, dann ist das nicht nur an diesen Wert gebunden, also Gesundheit, sondern auch an den ganz spezifischen Skill dieses einen Tieres. Also was weiß ich, sagen wir mal, der hier das mutierte Leben hat, der hatte irgendwie 7500, dann ist das daran gebunden. Ich habe jetzt aber hier einen Rex, Gesundheit heißt der, der hat eben 8500. Und ich glaube, selbst wenn ich das hier auf meine anderen perfekten Tiere züchte, dann wird die Mutation, die ich hier drüben habe, von 5-mal Gesundheit nicht auf diesen Wert überspringen. Ich glaube, der ist an den Wert, an diesen Gesundheitswert von dem da hinten gebunden. Ich werde es ausprobieren. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, ich glaube, aber es ist so. So, wir werden jetzt hier unsere Tiere wieder auftauen. Müssen wir natürlich ein bisschen warten. Boing, was war denn das für ein Satz? Ist ja niedlich. So, dann bist du natürlich Daisy. Wie wird denn die geschrieben? Irgendwie so? Ja, irgendwie so. Daisy Duck und Dagobert Duck. Ja, die Farbe finde ich ziemlich cool. Ich hatte erst überlegt, ob ich die vielleicht auf Mutationen züchte. Ich glaube, die haben da mindestens 3 Farbregionen, ne, wenn wir uns das hier mal angucken. Den Rücken, das was schwarz ist, das weiße und das braun vorne. Ich glaube, das Gesicht sieht immer so aus. Also die braune Spitze könnte irgendwie vom braunen Bauch herkommen. Bin ich mir aber nicht so sicher. Ich werde die jetzt, wie gesagt, verpaaren. Ich will na mindestens 3 Weibchen haben. Ich werde die auf jeden Fall in den Stall stellen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die nicht vielleicht auch einfach so goldene Eier legen. Ich werde das ja dann innerhalb von, was weiß ich, wie vielen Tagen, werde ich ja dann merken, ob die auch mal ein goldenes Ei gelegt haben oder eben nicht. So, wir müssen dann noch 180 Sekunden fast warten. Obwohl, es sind keine Sekunden. Ihr seht ja, dass es nicht ganz sekundengerecht runtergeht.
So, ich habe jetzt die Daisy auf der Schulter, habe mir mal hier eine Ecke ausgesucht, in der es Fische gibt und offenbar nicht so viel Gefährliches ist. Der Regen sollte gleich aufhören, die Sonne kommt ja schon wieder raus. Irgendwas versetzt die Tiere aber da hinten in Panik. So, ich werde die jetzt, was war das? Achso, der Schatten vom Dimorphodon, okay. Ich werde die jetzt mal hier absetzen. Und was kann man hier irgendwas einstellen? Verhalten? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht aggressiv? Dann holst du Fisch. Wow, wie viel bitte macht die? Eine Million? Sehe ich das richtig? So, und ich weiß nicht, gehen die jetzt an Land und legen dann ein Ei? Irgendwie so muss es laufen. Blöder Diplo, stört mich jetzt schon. Es ist unglaublich. Was macht denn der für einen Wahnsinnsschaden? Das ist doch nicht wahr. Das ist ja wirklich krank, könnte man ja schon fast sagen. Ich setze mich mal lieber hier irgendwo drauf. Nicht, dass der jetzt irgendwie den Diplo angreift oder so. Und? Keine Fische mehr da? Doch. Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe halt nur gehört, die müssen irgendwie Fische fangen. Und wenn sie Fische fangen können, dann legen sie auch mal ein Ei. Aber, tja. Komm zurück. Komm zurück, 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 komm zurück. Okay. Willst du jetzt vielleicht ein Ei legen? Oder muss ich dem befehlen, was zu jagen? Fisch hat er jetzt auf jeden Fall. Geh mal an eine Ecke, wo nicht ganz so viel Zeug unterwegs ist wieder. Ich kann ihm ja mal einfach befehlen, hier so ein Koel zu jagen. Er ist jetzt passiv. Ich werf ihn mal runter und sag mal, hier, jag mal den hier. Heute am besten noch. Und dann darfst du gerne wieder zurückkommen. Komm. Vielleicht ist es bei dem wie beim Otter. Der Otter taucht nur dann ab, um seine Beute zu jagen, wenn ihr auch im Wasser seid, sonst nicht. Seid ihr an der Oberfläche, funktioniert das nicht. Wo willst denn du hin, Trike? Also ich weiß nicht, wir haben jetzt hier ein bisschen was gejagt, aber irgendwie bin mir nicht so sicher, ob der so goldene Eier legt. Vielleicht muss er einfach nur fressen oder... Ich weiß es nicht, wenn ihr es wisst, wie es funktioniert, dass der hier auch mal ein goldenes Ei legt. Oder muss man einfach nur Geduld haben und abwarten? Das kann ja durchaus sein. Dann könnt ihr mir das sehr gerne mal sagen. Es würde mich interessieren, weil irgendwie muss man ja in die goldenen Eier kommen. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass man, also dass der einfach nur rumsteht und nur, was weiß ich, jedes 10. Ei ist halt entsprechend ein goldenes. Komm, hol ihn dir. Ah ja. Komm hierher. Nee, er will den Fisch noch. Da liegt er da noch? Du hast ihn doch jetzt gegessen. Ja, dann komm doch mit. Ja, hier sind sie nun. Unsere ganzen kleinen Enten. Ein Männchen und 4 Weibchen insgesamt. Ein gezähmtes davon und die anderen sind eben nachgezüchtet. Wir gucken uns jetzt nochmal ein Explorer-Note an. Und zwar haben wir ja mit dem Rockwell weitergemacht.
Und wir hatten jetzt beim letzten Mal zwei gelesen, weil ich dann irgendwie festgestellt hatte beim Lesen, dass mir das irgendwie sehr bekannt vorkam. Das nächste in der Reihenfolge wäre die Nummer 18 und von da an alle bis zum Schluss. Zugegeben, es gibt Zeiten, in denen es sinnvoll ist, unter Einfallspinseln zu leben. Ich konnte zum Beispiel mehrere Gallonen meiner Lazarussuppe an einige Jäger eintauschen. Ich erhielt im Gegenzug ein ganzes Kontingent gezähmter Gigantopithecus-Affen. Also von den Großen auch noch. Und wurde nicht einmal gefragt, ob meine Suppe schon einmal an Menschen getestet wurde. Nun, ich nehme an, wenn sie mit einem weiteren Haufen Affen zurückkehren, werde ich wohl herausfinden, ob die Suppe den Erstickungstod verursacht. Also Lazarus-Chowders nimmt man ja eigentlich, damit man eben nicht erstickt, weil man damit eben unter Wasser länger durchhalten kann. Es ist vielleicht kein eindeutiger, wissenschaftlich geprüfter Versuch, aber es wird ausreichen. Seit diese primitiven Primaten hier untergebracht sind, stinkt es in meinem schönen Anwesen leider gewaltig. Isabel sagte, sie würde in einer Art Lufterfrischer arbeiten. Ich hoffe, sie beeilt sich damit. Ja, es sieht so aus, als hätten wir hier irgendwie haufenweise Mist, ja, und eine zerbrochene Brille. Die werfen wir immer mit Kacke, obwohl eigentlich werfen die Kleinen mit Kacke. Das sind ja die Mesopithecus. Okay, ja, er macht also weiterhin seine Versuche, hat sie schon mal an die ersten Menschen an den Mann gebracht sozusagen, hat sie aber vorher natürlich nur an Affen testen können. Gut, ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge wieder zu Ende ist. Ich hoffe, dass meine Hesperornis hier sehr bald goldene Eier legen. Wir können ja einmal ganz kurz hier in den Eierkollektor gucken, ob sich da schon was angesammelt hat. Aber ich glaube, so schnell geht das dann auch wieder nicht. Zack. Wir haben jede Menge Cementing Paste, was komisch ist, weil ich habe gar keine Stecke mehr. Und, was haben wir hier? Nee, davon haben wir nichts. Das hier, Hesperornis-Ei, ja, das ist ein ganz normales, ne? Und das Goldene, das ist eben, ja, Gold, wie der Name schon sagt. Aber wir haben, wie gesagt, auch die Hugh-Tyrannus-Eier. Eventuell reicht das, um Extraordinary Kibble zu machen. Ziemlich cool. Ja, aber dann würde ich doch sagen, dass eben an dieser Stelle die Folge zu Ende ist. Ich glaube, ich muss mir mal Licht anmachen. Ich sehe selber nichts. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Ihr könnt mich auch weiterhin auf den Servern besuchen. Da ist, ja, für euch ist es ja schon gar nicht mehr so neu. Für mich ist es ziemlich neu, weil ich es erst gestern gemacht habe. Inzwischen auch nochmal Ragnarok als Map mit dazugekommen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.